ein kurzes Wort. Wir sind im Duktus des ersten Evangeliums, also das nach Matthäus, inzwischen längst in Jerusalem angekommen, so das Setting. Und ich betone es immer wieder, die Evangelien, auch das erste natürlich, das ist Literatur. Die Verfasser haben sich genau überlegt, was sie aufschreiben und wie sie es aufschreiben, wie es gewissermaßen komponiert ist. Und bei dem Aufenthalt Jesu von Nazareth in Jerusalem, dem einzigen, wie er in den drei synoptischen Evangelien erzählt wird, tummeln sich die Streitgespräche mit den diversen, nun ja, religiösen Parteiungen ihrer Zeit. Und auch das wird man sagen dürfen, sonderlich fair ist der Nazarener in dieser Szene nicht. Und eine Seite weiter legt er gewissermaßen noch eins drauf, Pharisäer-Bashing oder Schriftgelehrten-Bashing könnte man es nennen. Das dürfte nicht unbedingt den historischen Tatsachen entsprechen. Fest steht, dass die Position des Nazareners und die der Pharisäer, also der Gesetzesgelehrten, in vielen Punkten sehr ähnlich ist. Und immer wenn man sich ähnlich ist, so mein Verdacht, nun wird man oft unfair und bauscht die kleinen Unterschiede entsprechend hoch. Keine Frage, es gibt religiöse Heuchelei zu allen Zeiten, diese wird zu Recht angeprangert. Viel entscheidender ist doch jene Szene, die hier namhaft gemacht wird mit dem Stuhl des Mose, die Kathedra des Mose, also der Lehrort des Mose. Nördlich des Sees Genezareth in Korazin hat man in einer antiken Synagoge, die in Ruinen liegt, einen solchen aus Stein gehauenen Lehrstuhl gefunden. Man kann sich richtig vorstellen, wie das damals aussah, wo man mit Autorität die göttliche Weisung ins Jetzt übersetzen wollte. Genau das, was Jesus der Herr auf seine Art und Weise auch tut. Die Frage ist, wie wird diese göttliche Weisung angemessen ins Jetzt transportiert? Was verleiht dem Stuhl des Mose, also dieser Lehrkathedra, eigentlich Autorität? Und das überrascht nun, dass hier zunächst ein Egalisierungsprogramm eingespielt wird. Niemand soll Rabbi, Gesetzeslehrer sein. Es ist nur einer, der euer Lehrer ist, sowohl ein Einschub des Evangelisten. Lehrer ist nicht richtig übersetzt. Im Griechischen steht das Wort Voranschreiter oder Wegbahner, Führer, so etwas. Es geht also um einen Weg in die Zukunft. Das ist das eine. Wenn die Gotteshoffnung nicht in die Zukunft führt, verkümmert sie im Museum und wird zum alten Eisen geworfen. Nein, in die offene Zukunft hat es übersetzt zu werden. Und wie macht man das? Wie könnte man das tun? Was verleiht Autorität? Nicht das Amt. Autorität hat man durch Kenntnis, durch Belehrtheit, durch Argumente. Und am besten nicht, Stichwort Egalisierung, ihr alle seid Schwestern und Brüder, am besten, indem dies im Austausch geschieht, in der Debatte geschieht, vielleicht auch im Disput, dem sachbezogenen Streit. Und man dürfte nicht in die Irre gehen, wenn man feststellt, dass eine solche sachbezogene, in die zukunftsweisende Streitkultur in unserer Kirche ausbaufähig ist. Wir konnten es zumindest in den letzten Wochen in Rom erleben. Immerhin saß man nicht im Chorgestühl, sondern an runden Tischen, wo man ein wenig einübt, was in der normalen Welt, darf ich sagen, längst gang und gäbe ist. Das bessere Argument, die bessere Belehrtheit, der Kenntnisstand, all dies soll doch stark gemacht werden. Und ich verstehe nicht die geradezu panische Ablehnung von gewissen bestallten Amtskreisen, die Ablehnung von Gedanken wie Parlament, Demokratie in Bezug auf das Voranschreiten in die Zukunft der christlichen Gotteshoffnung. Was sollte denn daran falsch sein? Nein, Autorität besitzt man. Man kann sich fünfmal auf so einen Stuhl setzen, nur dann, wenn es im Konsens errungen wird. Und ich würde mir wünschen, dass auf dem zukunftsfähigen Lehrstuhl für die Gotteshoffnung auch von morgen und übermorgen, wenn dort das gewissermaßen Platz nehme, was man in der Theologie den Sensus Fidelium nennt, den Glaubenssinn der Gläubigen, das untrügliche Gespür, darf ich sagen, was entspricht dieser Gotteshoffnung, wie kann und muss sie weiter transportiert
und übersetzt werden. Das wäre das Programm, was aus diesem alten Text, Stichwort nur einer ist unser zukunftsweisender Lehrer, Christus der Herr selbst, der in uns lebendig sein möge, dass das in die Zukunft führen möge. Da ist noch viel Luft nach oben, möge es doch realisiert werden. Gott möge uns segnen. Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.